Naja, auf jeden Fall grüße ich jetzt hier jetzt mal die YouTube-Zuschauerschaft. Herzlich willkommen zu einem weiteren Zero Sievert-Stream. Beim letzten Mal haben wir hier ordentlich was geleistet, sind ins neue Gebiet vorgedrungen. Das habe ich der Twitch-Gemeinschaft gerade eben schon erzählt. Und wir wollen heute wieder in das neueste Gebiet, also das Makeshift-Camp, weil mit dem VS sind wir durch. Zum VS müssen wir nicht mehr. Wir müssen ein paar Mal im Makeshift-Camp überleben. Wir müssen Küchenutensilien sammeln. Sehr viele Küchenutensilien. Die Schokoladenquest haben wir immer noch nicht fertig. Wir müssen Banditen töten. Wir müssen 8000 Rubels machen. Das schaffen wir eigentlich allein schon, wenn wir, glaube ich, so zwei Waffen mitnehmen. Dann haben wir die 8000 eigentlich schon. Das hier ist das, was mir am meisten Sorgen macht, mit den Relays und den Harddisk. Da kann ich mir vorstellen, dass das ein bisschen dauert. Genauso hier mit dem Multiplug und dem Power Outlet. Aber ja, eigentlich ist hauptsächlich das, was wir hier tun werden, Sachen sammeln. Zumindest ist fast jede Quest gerade irgendwie, du musst dies und das sammeln. Das Ding behalte ich, weil ich habe das Gefühl, wir werden die Powerbank noch für eine Quest brauchen. Wir haben uns beim letzten Mal schon auf den heutigen Stream vorbereitet, also ein bisschen was eingepackt. Ich müsste mal gucken, dass die Box hier wirklich mal ein bisschen leerer wird, weil die ist mehr als nur voll. Und das liegt eigentlich nur daran, dass es wegen dieser einen Quest so überfüllt ist. Warum konnte das hier sich stacken, aber die nicht? Merkwürdig. Ja. Also wie gesagt, unsere Hauptaufgabe, wir werden ins neueste Gebiet vordringen. Ich habe ja zigtausend Schlüssel. Hat irgendeiner was mit dem Gebiet, wo wir hinwollen, zu tun? Mol. Mol. Nochmal Mol. Ölfactory. Nein, wir haben nichts, was auch nur ansatzweise mit dem Makeshift-Camp zu tun hat. Um Gottes Willen, man würde jetzt gar nichts sehen. Wir müssen an dem Teil vorbei, weil wir dahin wollen. Da hat was auch geblitzt. Warum verkämpfst du dich da so? Ich weiß nicht, warum du dich da verkämpft hast. Ich sehe jedenfalls Loot. Oh, der hat richtig viel medizinisches Zeug dabei. Alter! Der hat ja richtig geilen Shit bei sich. Und der hat eine noch nicht von mir identifizierte Waffe. Also die Waffe habe ich definitiv vorher noch nicht gehabt. Alter, dein Zeug nehme ich mit. Du hattest ja mal richtig geilen Shit bei dir. Was war das denn für einer? So, was ist das hier jetzt? Ein Ghoulpark offenbar. Irgendwas wird es da drin geben. Und hoffentlich nicht nur Ghule. Sonst würde man das ja nicht auf der Karte sehen. Wo ist überhaupt der Weg da rein? Sieht aus wie eine Fabrik. Wie kann ich das Teil blockieren? Hallo, ich würde gerne da rein. Ich erbitte die Erlaubnis reinzukommen. Ich tue auch nichts Schlimmes. Wie zum Geier kommt man da rein? Ich kann nicht durch die Autos. Laut Karte ist hier irgendwie was, wo man rein könnte. Also ich drücke die ganze Zeit nach oben hier gerade. Nee.
Hä? Ja, da liegt nur der tote Ghoul. Und so komme ich halt auch nicht rein. Wie zum Geier kommt man da rein? Hallo? Also ich halte gegen den Zaun. Ich will da rein. Eventuell irgendwie ein Geheimgang? Ich kann auf jeden Fall jetzt wieder so ein paar Kilo mehr tragen. Durch die eine Mule-Fähigkeit. Die steigert sich ja, je mehr ich latsche. Okay, ich sehe keinen Weg da rein. Und bin nur verwirrt. So, ich sollte erstmal von dem Teil da weg. So, das Teil haben wir jetzt gefunden, den Missing Hunter. Alles andere, wir müssen auf jeden Fall Rublitz machen. Dafür müssten wir eigentlich nur irgendeinen Typen umnieten und seine Waffe mitnehmen. Dann haben wir es eigentlich schon. Es könnte sogar sein, dass wir es jetzt schon haben, weil der medizinische Scheiß ist unglaublich teuer. Eigentlich würde ich das sogar liebend gerne nach Hause bringen. Wie gesagt, allein durch die Medikamente müssten wir eigentlich die 8000 haben. Ja, sage ich doch 17000. Locker. Die XP nicht, aber wir haben das andere. So, jetzt direkt erstmal hier mich behandeln lassen. Muss ich hier in der Base das Teil nehmen, weil mir die Radioaktivität hier nochmal die Blutung gegeben hat? Okay. Das Teil kannst du auf jeden Fall haben. Und ich sag ja, allein die sind gut was wert. Das ist eigentlich auch so ein Teil, das will ich eigentlich nicht verkaufen, weil das eine gute Heilung ist. Dokuments habe ich completed. Und wenn will ich von dir Armor Repair Kit haben? So, Dokument 2. So, hier ist der May he rest in peace. Jetzt muss ich nochmal in den V, wegen der Police Station. Okay. Jetzt habe ich mal einen Grund, da reinzugehen. Ich muss momentan eh nur Sachen sammeln, also ist egal, in welcher Ebene ich rumrenne. Ich hoffe eigentlich gerade nur, den mit der Rüstung zu treffen. Nein, ich bin nicht am Wegrennen. Weg! Hau ab! Hässliches Viech. So, da habe ich jetzt erstmal reingeschossen. Die konzentrieren. Ich weiß nicht, wo ihr herkommt, aber ihr habt mich ordentlich erschreckt gerade. Ich wusste, dass es schwer wird, da reinzukommen. Ich war ja schon oft genug dort. Meine Maus hing gerade kurz an meinem Mauspad.
Enter das scheiß Haus. Die können zum Glück hier nicht rein. Heslon! Aber das ist genau der, den ich tot sehen wollte. Der hat Geld bei sich. Guten Shit. Ist eine Wasserflasche. Und er hat den Schlüssel, den ich für die Police Station brauche. Außerdem ist das der, der mit Abstand am meisten aushält. Oh gut, ein Soldat ist bei denen reingegangen. Er hat bestimmt den einen oder anderen zumindest geschädigt. Eventuell sogar umgebracht. Ich weiß, wie das klingt, Leute. Das Schöne ist, das sind ja Bandits. Erstmal eins davon nutzen. Sicher ist sicher. Ich würde interessieren, wo der herkam. Und nicht auf der sicheren Seite spielen. Genau deswegen. Da hat sich einer von hinten angeschlichen. Nur schade, dass keine von diesen Toten auch nur ansatzweise aus dem Camp bestand, wo wir rein wollten. Aber hey, wenigstens kann ich jetzt hier endlich mal die ein oder andere Nebenquest abgeben. Ich muss den Chat einmal kurz aus meinem Bildschirm verbannen. Das kannst du haben, das kannst du haben. Ich habe ein Standardding mitgenommen, habe ich nicht gesehen. Ich glaube, den Schlüssel habe ich sogar schon. Das Ding will ich behalten, das ist praktisch. Ich glaube, der rechnet bei sowas die Attachments mit. So, Schokolade für jedermann. Nehme ich mir einfach meine Scharfschützenmunition mit, würde ich mal sagen. Ich kann mich teleportieren? Wer war denn das denn? Oh, das ist jetzt so viel einfacher gemacht. Hätte ich das mal gewusst. Wir skippen mal die Nacht. Ich habe keinen Bock auf Nacht. Da sterbe ich. Sterben ist einfach in dem Spiel. Überleben nicht. Magazin ist leer. Und ich muss mehr Medikament nutzen. Ich glaube, der liegt da tot. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Okay, hier sind drei tote Ghule. Da ist ein Hunter, der hat wahrscheinlich gegen die Ghule gekämpft. Und ist an einer Blutung wahrscheinlich gestorben. Ich sag wahrscheinlich. Hundertprozentig genau weiß ich es nicht. Aber das ist halt das, was am meisten Sinn ergibt, warum da tot einer liegt. Zusammen mit drei toten Ghulen. Erst gucken. Da ist auch noch mal ein Toter. Ich
Ich erinnere mich noch an den Stream, wo da einer gehockt hat. Und mich dann beim Rausgehen getötet hat. Wie hardcore diese KI gecampt hatte. Das war so unterirdisch. Ich glaube, die sind hier alle tot tatsächlich. Ein Wolf hat sehr gute Arbeit geleistet. Zwei sogar. Ich weiß nicht, wieso ein Wolfsrudel hier drin war. Ich beschwere mich nicht. Die haben mir die halbe Arbeit abgenommen und da hat noch einer gekämpft. Ich habe sogar extra vorher alles abgeguckt, ob noch einer da ist. Da war keiner. Ich loote, zack, auf einmal aus heiterem Himmel ist einer da. Man kommt sich so oft bei diesem Spiel verarscht vor. Diese Randomness. Wo kam der her? Ich hab den Schlüssel. In dem Haus ist nie einer. Besser wird's nicht mehr. Wir nehmen jetzt alles mit, was hier drin ist. Ja, das sind die Dokumente, die wir die ganze Zeit versuchen zu holen. Wir haben es endlich reingeschafft. Es ist so ein Akt, hier reinzukommen in dieses Scheißhaus. Also, hier kann ich auch mal eben kurz für die YouTube-Zuschauer sagen. Ich habe eine verschissene 1,5 Stunden, fast 2 Stunden gebraucht, um in dieses Dreckshaus reinzukommen. Ich mache mir jetzt direkt eine Marke nach da unten. Und hoffe jetzt einfach, dass hier kein Camper ist. So, weg hier. Scheiß jetzt drauf, ob ich das ein oder andere Quest-Item nicht habe. Es ist so ein Akt, in dieses Polizeihaus zu kommen. Ich nehme das jetzt. Haut ab, ihr blöden Biester. Ich riskiere jetzt hier nichts mehr. Alles, was auch nur ansatzweise in Schussweite ist, an Tieren, wird sofort weggebraten. Außer den Hasen, die können mir ja nichts tun. Ich hab's so lang gebraucht, um da dran zu kommen. Leck mich am Zückerli. Ich bin damit fertig für heute. Ich bin einfach nur fertig. Hier, nimm deine dummen Dokumente. Bevor ich da was mache, gucke ich mir erstmal hier an. Medication. Das Kochen würde sich nicht lohnen. Und bei Ammunition habe ich eigentlich so gut wie voll. Ich würde sagen, gib mir das hier. Das war es offenbar mit der Mission. Jetzt kann ich wenigstens dieses Fast-Regenerationsding hier auch basteln. Ich muss das hier auf jeden Fall ein bisschen leveln. Und ich sollte die Scrinches auf jeden Fall anfangen mitzunehmen.
Also die Spritzen. Die soll ich einfach mitnehmen. Weil die kann ich noch sehr gut gebrauchen. Ja. Ein Albtraum. Einfach nur ein Albtraum. Den Kack zu holen. Ich habe nur 1,5 Stunden gebraucht, um in diese das eine dumme Teil reinzukommen. Einzig Positive, ich habe Mull jetzt fertig. Ich kann dadurch 6 Kilo, genau genommen sogar 11 Kilo mehr tragen. Der Loot Goblin ist auf Maximum. Fast Hands und Workaholic ist auch fast voll gelevelt. Das hier sollte ich auf jeden Fall voll leveln, weil ich dann am meisten bekomme. Stimmt ja, wenn es auf Stufe 5 ist, dann kriege ich ja irgendeine Spezialisierung drauf. Ja, moin Leute. Oder guten Abend, je nachdem, wann ihr zuschaut. Ob ihr live oder im Nachhinein zuschaut. Und herzlich willkommen zurück zu Zero Sievert. Ja, beim letzten Mal eine 1,5 Stunden an einem Camp gestorben. Sehr deprimierend. Ja, nach dem letzten Mal habe ich für diese Sammelquesten Oskrin alles mal zusammengesammelt. Das hat ultra lang gedauert. Ja. Einfach, das wollte ich direkt von Anfang an sagen, weil, warum habe ich das gemacht? Damit meine Kiste erstens mal endlich leer wird, die ist schon die ganze Zeit übervoll und ich kann kaum noch was einlagern. Und zum anderen, damit wir auch mal hier ein bisschen Fortschritt haben. Wir wollen ja auch dieses Spiel irgendwann mal durchhaben. So, wir können Supply abgeben, einfach Munition. Ich muss gerade kurz gucken, welche ist die für meine Sniper? Die, wo das eher abgetrennt ist, okay. Man kann ja immer hier eine Sache aussuchen. Das ist meine. So, gib mir. Des Weiteren habe ich ein bisschen Geld auch zusammenbekommen. Die Skills haben sich natürlich auch ein bisschen erweitert, weil ich nicht ne, offscreen ein bisschen spiele. So, das MRE ist immer ganz gut. Alle drei Questen waren halt genau bei dem Typen hier. Das waren halt alle Sammelquesten. Sammelquesten, wenn welche am Ende des Streams übrig sind, mache ich ab sofort auch immer offscreen. Weil das Sammeln selbst nicht besonders interessant ist. Und es auch sehr, sehr nervig ist. Ja. Jetzt müsste ich einen wunderschönen Anblick haben, wenn ich in die Kiste gucke. Aber so viel Platz. Naja. Mehr oder weniger so viel Platz. Aber ich kann endlich wieder Essen lagern. Es ist so schön. Jetzt muss ich erstmal Essen einlagern, was ich nicht brauche. Endlich. Endlich habe ich den Platz. Ja. Also unsere jetzigen Missionen. Das ist eine andere Ebene. Wir müssen Hunters killen. Das hat mir auch mit dem Mission hier zu tun. Also wir haben hauptsächlich immer noch Sammelquesten, aber diese Harddisk und die Multiplex, die gab es nicht so wirklich oft. Also die habe ich selten gefunden. So, wir müssen generell im Makeshift Camp 250 XP machen. 8000 Rubels haben wir zum Glück schon. Wir müssen 15 Banditen dort töten, nicht sofort. Und wir müssen dort überleben. Das heißt, es ist ja mehr als klar, wo wir hingehen. Guck grad nur. Eventuell tue ich eins von diesen Paketen da mal weg. Du bist meine Lebenskiste. Das wegpacken, davon nehme ich gerne eins mit. Und ich würde sagen, wir sind gut ausgestattet. Ich kann ruhig eins von den Sniper-Paketen hier wieder zurücklegen. Ihr seht übrigens, dass ich auch ein bisschen Munition gekraftet habe. Und das habt ihr auch sehen können. Ich habe die 100.000 nebenbei jetzt zusammengesammelt bekommen. Das heißt, wir können uns endlich die ultimative Rüstung gönnen. Da haben wir direkt von Anfang an schon einen Erfolg für heute. Die beste Rüstung, den Seaver-Suit. Wir können ihn uns endlich leisten. Wir werden jetzt so cool aussehen. Oh, guck mal. So ein wunderschönes Grau. Das ist halt einfach die optimale Rüstung gegen Radioaktivität, Anomalie,
Also all unsere Abwehr deutlich höher als hier. Das ist so schön. Einfach weil die Rüstung mir so lange gut gedient hat, wird sie eingelagert. Die hat einen emotionalen Wert. Doch. Aber wir haben jetzt eine richtig geile Rüstung. Es ist so schön. Welche von euch ist eigentlich... Du bist die Armokiste. Ich kann mittlerweile ja auch richtig viel tragen, also kann ich die ruhig mitnehmen. Da kann man sich bei diesen einen Fähigkeiten bedanken. Ich habe übrigens auch noch mal eine Gunsmith-Buch gefunden und jetzt kann ich hier auch spezialisieren. Mounted Mods are more effective. Oder Durability Loss. Also, dass die Durability-Schwäche runtergeht. Ich würde sagen, die Mods eventuell verbessern, ne? Warte mal. Die Mods sind ja die Attachments, meine ich. Nee, ich glaube, damit ist generell alles gemeint. Dann müsste das hier gerade bei der Waffe... Ich habe ein paar Sachen aufgehend nochmal dran gepackt. Dann ja ultra stark werden. Einen Moment. Wir nehmen das mit den Mods. Das klingt für mich auch wesentlich besser. Weil ganz ehrlich, Durability ist mir sowas von egal. Das kann ich einfach so easy reparieren. Wir nehmen Mounted Mods. So, 10% generell besser und 2% pro Level. Ich habe mir gemerkt, was diese grünen Lichter zum Beispiel wert waren. Die waren 4 vorher. Ich suche jetzt genau so eins. Okay. Hier vielleicht. Vielleicht kann man den Boost nicht besonders sehen. Vielleicht ist er einfach nur so gesehen da, aber nicht sichtbar. Haben die anderen jetzt eigentlich auch eine Mission bekommen, weil ich was abgeschlossen habe? Muss ich ja nachgucken. Nee. Ich weiß ja mittlerweile auch, wie man sich portet. Nee, haben keine neue Mission. Ich will eigentlich sogar wissen, wie gut ich jetzt gegen Feuer geschützt bin. Ich will nur einmal kurz reintreten. Das macht echt langsam Schaden, habe ich gesehen. Nein, noch nicht liefen. Die sind easy. Ach, die haben sich mit Wölfen gekloppt. Nehmen und nehmen. Ich würde aber schon sagen, lass zurückgehen, damit wir auf jeden Fall schon mal die eine Quest hier fertig haben. Bisschen was zum Verkaufen, nämlich einfach eure Waffen jetzt noch mit, soweit es geht. Wenn ich dich drehe, passt du hier noch rein. Und dass das jetzt wiegt, macht keinen Unterschied. Weil ich bin eh knapp am Ausgang. Easy! ...38.000 gemacht. Waren das jetzt auch 250 XP? Ja, 417. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Dann müssen wir sogar noch eine Quest fertig haben. Den Survivalist. Boah, ich kann dir so viel Shit verkaufen. Ich nehme erstmal nur das kleine Zeug. Gerade noch. Das kann ich dir andrehen. Ach, der hat nicht mehr so viel, oder wie? So, die beiden kannst du haben. Obwohl, da will ich den Attachment erst abmachen. Eventuell ist der ja besser als meine grünen Lichter da. Ich kann seine Quest eh noch nicht abgeben. Ich muss erstmal Inventar ein bisschen leer machen. So, jetzt gebe ich dir erstmal noch die Questen ab. Hier. Hm,
Ich nehme die und verscrap die. So, was ist jetzt? 400 XP und 1000, die 16.000 Rubels, die mache ich allein, wenn ich schon vier Knarren mitnehme. So, und die Movies, die sind beim Doktor. Kann ich auch direkt abgeben. Außerdem kann ich direkt Armor reparieren. Das hier finde ich am seltensten. Okay, Quest bei ihm fertig. Die wollte ich... verscappen, ne? So. Ich habe keine falsche Waffe verscrappt. Ich habe nur die richtigen verscrappt. Was muss ich denn finden? Ich muss ja noch ein paar Sachen sammeln. Eigentlich nur eine Harddisk, dann habe ich's. Alles andere kann ich sammeln, was ich will. Ja, Waffen würde ich sagen, ab sofort einfach verscrappen. Weil von Geld habe ich nichts. Ja. Oh, das tut so gut. Wir haben zwei Questen abgeschlossen, aber ich muss jetzt erstmal Zeug verkaufen, weil ich nicht brauche. Obwohl, warte. Erstmal Task abgeben. Medizinbuch will ich, glaube ich, erstmal, weil Essen ist nicht weiter wichtig. The Missing Group. Wir müssen irgendwen finden. Hey, Anteil, finish analyzing the documents. There are many drawings of a strange purple crystal from the direction it seems to be in the swamp. Okay, auf einer anderen Map ist dort. Also nicht weiter wichtig. Erstmal Makeshift Camp abschließen. Ich nehme einfach das, was am meisten Geld bringt. 880, 1100. Kauft. So, das ist verkauft. Das Buch nutzen wir jetzt als allererstes, damit Medizin verbessert ist. Wie gesagt, das Kochbuch brauche ich nicht so wirklich. So. Wir hatten noch eine Quest fertig, oder? 6 Hunters auf jeder Map, ist also egal. Industrieebene. Okay, ich bin mit dem Ort schon fertig. Die eine Quest sagt, geht zum... Also die zwei hier sagen, geht zum Industriegebiet. Hier ist egal. Industriezone, Swamp. Und ja, die Quest ist fertig. Ich muss nur. Nee, ich brauche noch einmal Wires, warum auch immer. Mit ein bisschen Glück kriege ich die jetzt hier gleich. Habe ich nicht drauf geachtet. Vielleicht hat der Scavenger ja einen davon. Schade. Hätte ja sein können. Das kommt da rein. Habe ich Glück und der Scavenger bringt mir einen Wire. Ja, ich habe Glück. War nicht sogar deine Aufgabe, oder? Nee, dann war es der Doktor. Ich nehme das MRE. Danke. Okay, Upgrade. Are you in for a hand for electric components? 3 CPU. Keine Ahnung, wo ich das finde. Aber die beiden müssten eigentlich leicht zu finden sein und die Bulb auch. Und hier kriege ich nochmal ein Buch. Fixer Radio Tower. Also einmal muss ich noch auf die Map.
Aber ich kriege ja auch ein Spezialisierungsbuch dafür. Wo haben wir denn schon? Eine Stunde und ich habe schon so viel geleistet. Haben schon 21 Uhr bei mir. Da müssen wir hin, da müssen wir hin und da müssen wir hin. Sie haben wir noch nichts, was uns in die Mall schickt. Und wir erst das Makeshift Camp fertig. Töten brauchen wir, wenn nur Hunters. Alles andere können wir ignorieren. Wir müssen halt ansonsten nur elektronischen Scheiß sammeln. Oh, ist doch schön, dass es bisher so gut läuft, ne? Erstmal reparieren. Oh, ich sollte offenbar irgendwas mitbringen. Upsen! Okay, da weiß ich wenigstens Bescheid. Ach, mir geht es ganz gut. Ich würde gerne da rein. Können wir im Prinzip direkt zum Extraction Point. Ich muss so ein Repair Kit mitnehmen. Muss ich irgendein spezielles Repair Kit mitnehmen? Steht doch bestimmt in der Aufgabe drin. Ich hätte vom Doktor das kaufen müssen. Okay, nochmal zurück. Repair Kit. Das hier, oder? Habe ich auch komplett drauf geachtet, dass ich das Ding kaufen muss. Ich glaube, solange ich das Ding da unten in Ruhe lasse, kommt es nicht hoch. Die brauche ich. Schon bin ich hier fertig. Ich habe keinen anderen Job hier. Muss eventuell das Zeug finden. Die CPUs kann man hier ganz gut finden, aber das wäre auch so eine Sache, die ich eher offscreen machen würde. Hier so ein paar Mal durchsuchen, ob ich die CPUs finde. Wo ist denn der Exit Point? Entweder links oder unten. Ich nehme unten. Ja, gönnt euch die Wölfe. Warte, das Fleisch will ich haben. Ja, da war viel Fell. Kann ich mir ein paar Bodensuppen machen. Jetzt habe ich endlich einen Grund, das Zeug mitzunehmen. Bist du blind? Hallo? Ach, ihr seid Freunde! Bist du auch ein Freund? Hallo? Das sind Freunde und ich greife die immer an. Hallo, ich will nur mit dir reden. Ich will keinen Stress. Ich glaube, die sind nicht gut auf mich zu sprechen, weil ich schon ein paar ihrer Kameraden über den Haufen geschossen habe. Hopp, hopp, hopp. Geschafft. Gib mir das medizinische Buch. Medikit. 20 Krebsmedizin. Kollege, das habe ich. Das habe ich einfach standardmäßig. Retrieve the Laboratory Key. Ja. Okay, for the Crimson Corporation. Okay. Okay, dafür muss ich in die Industriezone.
Mein Suit ist besser. Ich soll mir einfach mal Radioaktivitäten mal komplett an den Hals werfen. Das mache ich einfach vor dem nächsten Stream. Das habe ich wahrscheinlich auch. Danke, wieder ein medizinisches Buch. Zack, zack. Und jetzt kann ich das spezialisieren. Schnelleres Heilen. Oder ich kann Injektoren machen. Kann ich ihn nicht jetzt schon machen? Nee, dafür brauche ich diesen einen. Na gut, auf die kleinen inspizierten schnellere Heilzeit kann ich verzichten, wenn ich dafür diese Injektoren machen kann, die so irre gut sind. Okay, jetzt brauche ich mir diese Bücher auch nicht mehr holen. Dann fehlt jetzt nur noch der Koch. Obwohl doch, offenbar brauche ich den doch noch. Aber hey, die Kristalle haben endlich einen Sinn wert. Das macht Bluten runter. Die sind eigentlich ganz nice, weil ich dann kein Essen mehr mitnehmen muss. Radioaktivität runter. Stamina. Max HP, was überhaupt nichts bringt. Oder das hier. Der lila Injektor ist halt der, der am meisten bringt. Eventuell will ich auch mal meine Tasche ein bisschen leeren, bevor ich loslaufe. Industrieebene oder der Swamp. Bei dem Swamp ist nur eine Quest, hier sind drei. Boah, bin schon auf die Spinnen gefasst, wie die aussehen. Aber bin ich sehr gespannt. Um Gottes Willen. Okay, bei einer Industriezone kann man sich ja sowas eigentlich auch vorstellen, ne? Dass das alles sowas ist. Ich würde trotzdem gerne mehr sehen. Böses Schweinchen. Böse Schweine. Ganz böse. Ist es nicht der komische Hai, die wäre im Nordwesten irgendwo? Hier. Ja, das ist eine kleine Basis im Nordwesten. Das heißt, ich muss irgendwo da suchen, ne? Und ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall sieht man wieder was. Ach, hier sind Bandits. Ich habe den Parkplatz gefunden. Irgendwer. Weil ich euch sehe, seid ihr tot. Die nehme ich mit. Ich habe keinen Bock auf unliebsame Überraschungen. Ja.
Bin da durch Menschen, die mich umbringen? Da sind Spinnen! Oh, die ist ja putzig. Und die sind auch sehr leicht zu töten. Ich habe mir schon denken können, dass da noch eine ist. Guckt euch die Spinnen an und meine Waffe. Die sind knuffig. Irgendwann brauche ich diese weiße Farbe und ich habe sie dann nicht. So, von euch brauche ich eh Zeug. Was brauchte ich nochmal alles von euch? Blinks Claw. Ich weiß nicht, was ein Blink ist. Man kann sie hier finden, aber sie sind noch leichter zu finden in der Spawnzone. Heißt die Beschreibung. Ja, das nehme ich. Die Schraubendreher wollte ich doch eigentlich auch mitnehmen, weil ich damit diese Armor-Kits machen kann. Muss aufpassen bei diesen Spinnen, die sind schnell, habe ich gesehen. Hauptsächlich ungefährlich, aber sauschnell. Da kann ich nicht rein. Hier sind bestimmt wieder Spinnenleins. Hallo, kommt raus. Okay, waren keine Spinnen, aber ist auch schnell tot. Und wenn haben diese Spinnen ein paar Beine verloren. Brauchte ich nicht USBs? Nee, CPUs. Jetzt haben die grünen Army-Tools gerne mal bei sich. Die CPUs. Ich sag euch, der Survivalist hier wird wahrscheinlich hardcore. Mann, ist die Zone hier einfach. Ist das für ein Ding? Das nehme ich auf jeden Fall mit. Rest ist Smokes. Spinnlein, Spinnlein an der Wand. Er ist der Hässlichste im ganzen Land. Das seid ihr. Ist auch da in dem Eck keine hockt. Nein, ich habe jetzt nicht die Spinnen beleidigt. Ich glaube, ich habe schon längst was ich von den Spinnen brauche, oder? Ich habe mehr als genug. Ich kann 6 von denen hier wegwerfen. Die werde ich halt nur für diese eine Mission einmal brauchen, danach nie wieder. Wie war dein Tag? Möchtest du davon erzählen? Da war was. Hier sind die Krimpfenloots. Die waren doch meine Freunde, oder nicht? Zumindest wollten sie mich nicht instant abschießen. Ich gehe nur hier lang. Ich will keinen Stress mit euch. Die da rechts von mir. Ich will mich nicht mit euch anlegen, keine Sorge.
easy. Banditen sind so einfach. Oh, und genau den Hunter habt ihr umgebracht. Genau den. Der Hunter ist den, den ich töten muss. Das wäre doch meine Beute. Ich glaube nicht, dass ich da drin irgendwas von Wert finde. Was sind das denn für Aliens? Seid ihr diese Blinks? Boah, die sind irre schnell. Ja, das sind die Blinks. Wie viele Klauen brauchte ich? Ich sollte erstmal hier alles safen. Weil so schnell wie sie sind, können die mich wahrscheinlich easy killen. Wenn sie einmal an mich rankommen. Eine Ratte! Boah, die machen mir Angst. So, nur noch hier oben die Ecke. Okay, ich glaube, ich habe alle. Junge, was sind das für Aliens? 10 von denen muss ich einsammeln. Junge. Natürlich hat die Ratte nix. 6 fehlen noch. Man würde mir sowas auf der Straße entgegenlaufen. Ich bekäme erstmal einen Herzinfarkt. Da ist ja irgendwo ein Airdrop. Ein Airdrop kann ein richtig geiler Scheiß sein. Es kommt in irgendeine Ecke, hat sich so ein Scheißvieh noch versteckt. Klauen her. Aber jetzt genau 10. Da ist eine CPU, die wird direkt mitgenommen. Geld ist egal. Ich meine, ich habe schon wieder fast 100.000. Das Geld ist wirklich egal. Das wird mir nicht leer gehen. Ich glaube, dass das tatsächlich eine Sache ist, die ich umskille. Nochmal hier, dass ich mehr bekomme, wenn ich Questen abschließe. Das skille ich um. Das bringt mir nämlich nichts mehr. Ja, du kannst das Handy haben. Ich will das hier. Bringt mir mehr. Was ist das für ein komisches Ding da? Da ist schon wieder so ein komisches Ding in meinem Chat. Und es trinkt irgendwas. Wahrscheinlich werden hier nochmal diese Viecher, ne? Was hieß der? Ich hab doch gar nichts getan. Nee, 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 aus dem Schrein halte ich mich raus. So,
So, Nordwesten müssen wir noch was einsammeln. Dann freue ich mich schon auf das Projekt, das wir hier demnächst vorhatten. Ich hoffe, ich zumindest. Ich muss jetzt erstmal meinen Kaffee saufen. So, und direkt die Nudelsuppe hinterher. Wie viele Tote hier sind. Komme ich denn hier nach oben? Nee, ich sollte am besten einfach direkt ganz nach links gehen. Komme ich wieder nicht dahin, wo ich hin will? Sechs Schweine. Und es ist nicht immer eine Beleidigung, weil es wirklich Schweine sind. Ich hab Platz. Ach, schade, ihr seid beendet und keine Hunters. Ich könnte euch für XP umbringen. Aber das wäre gefühlt eher nur Munitionsverschwendung. Komm, im Nordwesten muss ich fündig werden. Böse Wuffis. Ganz böse. So, im Nordwesten hat er irgendwo seine Basis, hieß es. Ich bin jetzt ungefähr im Nordwesten. Oder war damit gemeint hier so eventuell. Nee, ich glaube hier ist gemeint, weil da liegt was tot. Ich muss mich nur vor dem hüten, was es eventuell umgebracht hat. Muss aufpassen, hier könnten noch mehr von denen gammeln. Ich will nicht rausfinden, wie viel Schaden die machen. Die machen mir mit ihrer Existenz schon Angst. Das reicht ja wohl. Ach, das Ding brauche ich. Ja, nehme ich statt dem. Kann ich ja nutzen. So. Ab nach Hause. Ich hab was ich wollte. Yeah, sag ich da nur. Dafür ist diese Taste da. Um Gottes Willen, ich war gerade irgendwie in den Zug gebackt. So, erstmal zum Stash. Sachen lagern. So, ich würde sagen, erstmal Zeug abgeben. Habe ich alles beim Doktor? Doktor. Nicht Grüne Armee. Doktor. Ich weiß, sie sehen sich ähnlich. Was will er jetzt von mir? Ekelhafte Quest. Etwas, was ich offscreen mache. 5000, 6000, her damit. Hier kannst du das Teil direkt zurückhaben. Fällt mir ein Barmen. Ich muss kurz gucken. Workaholic muss ich neu skillen.
Oder nee, warte. Sicherheitshalber nochmal gucken. Ja, Workaholic. Aber das bringt mir nichts mehr. So, wo sind deine Bücher? Canio. Charisma müsste es sein. Okay, mehr kaufen. Sie haben mehr Rubels. Ja, mir bringt halt nur das, dass sie mehr haben, dann was. Also, dass sie mehr haben, dass ich abkaufen kann, bringt mir nichts. Und das hier haben wir schon geklärt, dass es mir nichts bringt, weil ich schon zu viel Geld habe. Ah, kann ich mehr Muni kaufen. Wenigstens etwas. So, ansonsten ist keine Quest fertig, ne? Ach, die Port Area. Hätte ich noch hier investigieren müssen. Das wäre das oben rechts gewesen, oder? Gut. Das heißt hier immer diese Kaufsucht. Hauptsache ich brauche Munition. Die sollten mal Munition auf Lager haben. Und je mehr ich kaufe, umso mehr kann ich bei denen kaufen. Weil ich weiß, wie der Satz klang. Kann jetzt mittlerweile alles kaufen. Darüber muss ich. Muss nur investigaten. Da ist nichts, was mich vergewaltigen will. Überhaupt nichts. Nur alles, was existent ist. Ist doch hier, oder? Nee, ein weiter. Kann ich überhaupt runter? Nee. Also wenn jetzt noch welche von euch im Chat sind, könnt ihr mir jetzt mal sagen, ob das jetzt so vom Audio her passt. Okay, ich bin im Hafenbereich. Alles ist gut. Wo muss ich denn hier investigaten? Ich muss irgendeinen Punkt finden, wo der mir sagt, investigate. Ich habe die Vorlage für diesen Witz gerade geliefert. Mir ist es jetzt erst aufgefallen. Ich habe ultra Angst vor diesen Alien-Viechern. Ich war einmal gerade eben in einem Haus, da sind mir so 20 von denen entgegengekommen. Okay, hier ist ultra radioaktiv. Ich lasse das gerade extra einmal so laufen, weil ich muss das ja auch einmal auf Orange kriegen hier. Auch wenn ich nicht weiß, ab wann es Orange ist, das ist gelb. Ich finde meine Smartphones auf jeden Fall. Die finde ich auch mega selten. Hallo? Ist hier einer? Jetzt mal Schokolade gönnen. Aua, Feuer.
Wo muss ich denn den Dreck hier investigaten? Ich habe halt keine Anzeige auf der Karte. Wahrscheinlich hier so in der Gegend. Warte mal. Zeig mal auf der Karte, wo ich bin. Nee, dann kann es ja nur in der Gegend sein. Ich bin wieder ins Haus gegangen. Hallo, ist hier irgendwas, was mich umbringen will? Nee, die sind friedlich. Hallo. Wie geht's denn so? Wie wär's? Ich tu euch nichts und ihr tut mir nichts. Klingt das nach einem Deal? Gut. Dann zeige ich euch sogar meine Waffe. Hier, guckt sie euch an. Das ist mein Friedensbeweis für euch. Ich habe das Gefühl, die schießt mich ab, wenn ich da rein will. Nur 5000 nehmen. Ich habe nichts getan. Ich schwöre es euch. Aber bin ich jetzt ein Freund von euch? Warum kann ich hier nicht durch? Okay, ich muss jedes Mal, wenn ich hier rein will, 5000 zahlen. Ich habe das Gefühl, lieber Leiche nicht anfassen. Der will sogar was von mir. Was will ich von der Crimson Corporation? Er hat eine Quest für mich auf jeden Fall. Ja, jetzt darf ich mich so. Ja, das kann ich easy erledigen. Was habt ihr denn so ein Angebot? Du willst auf jeden Fall ja, dass ich deine Kamera installiere. Die kaufe ich schon mal. Ist das euer Ernst? Ihr habt nur die Kamera? Ich blute. Muss ich jedes Mal zahlen, wenn ich mit dir reden will? Oh, das klingt gut. Was ist die Crimson Corporation überhaupt? It's a multinational company, a leader in the pharmaceutical and technical markets. Based on DNA und Nanotechnologie. Okay, sehr interessant, was die machen. Was macht ihr denn hier? Okay. Ja, nicht nur vom Tieren. Ihr habt hier noch andere Probleme und die habe ich schon kennenlernen müssen. Da brauchte ich nicht nachfragen, hatte mir ja gesagt, die ist scheiße. Fast hier tot umgefallen. Ich will die Leiche nicht anfassen. Ich habe das Gefühl, die schießen mich über den Haufen. Ah, ihr verkauft Sachen. Die verkaufen mir die Crimson Armor. Oh, ein 37 Kilo Rucksack. Kann ich 37 Kilo... Oh, der Munitionshimmel. Oh, die haben eine bessere Sniper als ich. Oder 700 Modern. Die ist sogar noch mal stärker. Die kaufe ich dir ab. Für Problem. Ich mache erstmal die Radioaktivität weg, bevor ich hier noch drauf gehe. Zumindest soweit es geht. So, was hast du noch im Angebot? Bestimmt irgendwelche Stocks für das Ding hier.
Ich sollte definitiv auch die Aufsätze direkt kaufen. Ich muss nur gucken, Marauderbrocken muss ich alles kaufen. Nee, warte. Der ist besser als der. G67. War das die andere Sniper? Nee, das ist eine EDL. Alles für die G67. Außer dem Teil. Um noch irgendwas Interessantes. Muss die Waffe ja direkt aufbessern. Griff. Ich glaube, so ein Ding habe ich sogar gefunden. Nee, das Ding hatte ich gefunden in der Pampa. Okay, ein richtig Hardcore Scope. Einmal kurz vergleichen. Das ist das Scope, was ich jetzt gerade habe, und das ist das, was es hier zu kaufen gibt. Oh, das übersteigt mein Budget tatsächlich. Den muss ich noch kaufen, nach Möglichkeit. Das war auch für die Maroder, ne? 20 Video Shinings nie. Wie kommt ihr überhaupt auf die Zahl 20 die ganze Zeit? Das Ding. So. Ich muss mich voll fressen. Ich will euch immer noch nichts. Packt die Waffen weg, bitte. Ich würde ja gerne testen, ne? Ob die mich abschießen, wenn ich die Leiche auch nur anschaue. Aber ich will keinen Krieg. Ich gehe einfach meiner Wege, okay? Wir haben dann überhaupt keinen Stress miteinander. Ich gehe einfach, okay? Okay, hier ist so eine Crimson-Armee. Das kann ich mir merken. Nicht, wenn ich so viel einen guten Shit gerade bei mir habe. Ich will den Streit nicht. Die bringen mich um. Ich würde mitten in deren Armee stehen, während meine Radioaktivität hoch ist. Ich könnte das jetzt auch noch mal eben auf eine Orange versuchen zu pushen und dann einfach ganz schnell darüber rennen. Könnte ich die Nebenquest noch mit abschließen. Da oben war eine Zone, wo das richtig stark radioaktiv war. Das wäre was, das ich riskieren würde. Ich habe noch einen Teil, womit ich mich gegenheilen kann. Hier war es so mega radioaktiv. Guck mal so lange in die medizinische Kiste. Ja, die Anti-Blutungsdinger, die nehme ich mir alle mit. So, wir müssen das auf Orange kriegen. Komm, werd Orange. Ich weiß nicht mal, wann es Orange ist.
Jetzt kommt's bei 15. Komm, ich lass mich hier schon extra verschrahlen. Orange erreicht. Jetzt muss ich nur nach Hause schaffen. Ich muss ja nicht mal orange bleiben. Ach, da ist ja kein Ausgang. Doktor, ich bin verstrahlt. Können Sie mich heilen? Nicht heute, offenbar. Ist das die Crimson Army Armor? Bringt auf jeden Fall Geld. Und ist schlechter als meine. Gib mir das Geld. Doktor, ich bin immer noch verstrahlt. So, bei dir habe ich auch eine Task fertig, oder? Aber bei dir ist die Bello Armor. Hier, kannst du behalten. Ich soll jetzt noch diese Kamera installieren. Fällt mir ein. Wo hat er gesagt, soll ich die installieren? In der Bookshelf. Okay. Einmal bei den Büchern. Die werden mich schon nicht hassen, wenn da eine Kamera ist. Die kriegen das bestimmt nicht mit. So, und jetzt habe ich hier eine richtig geile Sniper mir gekauft. Kann wahrscheinlich auch wesentlich mehr Zeug drauf haben als meine jetzige. Ach, das waren beide Stocks. Upsen, jetzt habe ich die umsonst gekauft. So. Ja, schön, dass ich darauf geachtet habe. Den Scope hole ich mir einfach von meiner einen Waffe jetzt. Da hole ich mir einfach den Scope runter und packe ihn auf meine richtige Waffe. Was für eine Munition schluckt das Ding überhaupt? Möchtest du mir das erzählen? MM8676 Dingskirchens. Wie ist denn das? Nee, 51 brauche ich ja. Die hier. Diese silberne Munition ist das. Die ist, glaube ich, auch besser als meine jetzige. Das ist die, die ich gerade nutze. Nee, die Penetration ist kleiner. Naja, hab eine bessere Sniper. Und der alten die Attachments runternehmen und dann kann ich die verkaufen. Okay. Main-Menü. War ein interessanter Abend. Lief doch. Ich hätte nicht gedacht, dass der letzte Run lebend vorbeigeht. Hätte ich wirklich nicht. Dass ich das mit dieser orangen Radioaktivität überhaupt überlebt habe, ist schon ein Wunder. Ja, wenn es euch gefallen hat, ich lade es ja später auch noch auf YouTube hoch. Da Abo und ein Like. Den YouTube-Kanal verlinke ich für die Twitch-Zuschauer. Andersrum natürlich ein Follow und an YouTube von euch verabschiede ich mich auf jeden Fall jetzt schon mal. Bis denne.